sind denn hier die Alarme? Was? Er liebt es, wenn er sagt, dass er nicht lesen kann? Hm. Ist doch eine gute Idee, ist hier einfach reinzugehen. Rani Jagat Schule. Ist doch kein Problem. Stell sie an die Wand und knall sie ab. Das ist doch bescheuert. Was denn? Das ist ganz einfach. Wer zuerst blinzelt, ist tot. Hätte natürlich auch einen Tod von oben Takedown machen können. Na egal. Teebeutel. Das war zu spät. Okay, dann kann ich auch Schützenhilfe holen. Wir schicken Hilfe! Gib mir Deckung! Ich werde ihn mir holen! Warte, warte, warte! Durchhalten! Wir kommen! Erstmal warten, bis die hier da sind. Wir kommen von Norden! Die Stellung! Da kommen sie. Ist ja nur einer. Hier kommt Hilfe! Ja. 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 Ich werde mir Zeit mit dir lassen, Harami! Feuer frei! Naja, das bringt nichts mehr. Ist wirklich nur ein einziger Mann gekommen? Es gerät außer Kontrolle! Das wirst du büßen! Wir kommen von der Straße! Kommt jetzt die Verstärkung von denen oder wie? Hey, auf die Bremse! Da, der Feind ist hier! Los, Bettler, dann mach ich schnell! Ich hol dir mehr! Brennt! Konzentriert euch! Alles brennt hier! Also viele gleich hier. Nee, ich muss weg. Nicht nachgeben. Legt die Wellen um. Ups. Ich wollte mich eigentlich von oben auf ihn draufstürzen. Einmal schön über ihn drüber weggeschossen. Es gibt keinen Ausweg. Nein, gibt's nicht. Da ich dieses Spiel durchspielen muss, gibt es keinen Ausweg. So, wir haben die Schule befreit. Können wir den Leuten ja jetzt noch was beibringen? Außerhalb von Pagan Means Glauben. Oh, ich könnte mal eine Kyrat Fashion Week Aufgabe machen. Also, Corporal Sense fahrbarer Untersatz streikt. Moment, ich würde gerne erstmal eine andere wegen den Waffe gucken, die ich mir freigeschalten habe. Waren hier nicht normalerweise auch immer irgendwelche Leute? Jetzt habe ich genau die Waffe, habe ich jetzt. Die. Muss schnell verkaufen.
Und dann gucken wir doch mal. Kann mir die jetzt als Seitenwaffe besorgen? Mag ich aber nicht. Ich bleib bei der abgesägten. Obwohl ich könnte auch da stattdessen statt den Raketenwerfer natürlich den nehmen und dann für den Raketenwerfer was anderes. Fragen über Fragen. Erstmal kaufe ich mir diese Waffe. Ja, und da ist schon die Frage, für was nehme ich das? Kann ich die nur in der Seitenwaffen? Ja, dann mache ich das halt so. So, anpassen. Was haben wir denn hier? Ein Schalldämpfer auf jeden Fall. Zielfernrohr nehmen wir auch. Und natürlich ein erweitertes Magazin. Was haben wir denn hier für schöne Farben? Standardschwarz. Das sieht nicht nach Feuerrot, das sieht nach Schwulrosa aus. Nein, Schwul hat keine oder eine sexuelle Ausrichtung hat keine Farbe. Vintage. Das gefällt mir ganz gut. Ursprünglich. Jäger. Verfolger. Ich bleib bei Vintage. So. Und als Seitenwaffe nehmen wir dann den Granatwerfer. So, Munition nachfüllen. Und weiter geht's. Im Moment, wir können noch Fähigkeiten verteilen. Haben wir denn schon irgendwas? Irgendwas hatten wir da freigeschalten. War das hier unten? Nee. Leute, zwei Glocken der Erleuchtung in Shangri-La. Zwei Glocken der Erleuchtung? Da irgendwas übersehen? Das mit dem Rennen? Befreie zwei Ausposten, ohne entdeckt zu werden. Sollte ich endlich mal schaffen. Wenn du keine Heilspritzen mehr hast, halt jetzt langsam. Das auf jeden Fall brauche ich das. Ach, kann ich noch nicht machen. Warum? Ach, ich habe bloß zwei und brauche drei. Dann sammle ich lieber noch mal ein bisschen. Und ja, erstmal Attentat, danach können wir die Fashion Week Aufgabe machen. Kamal hat recht. Er wird die Schule wieder aufbauen. Moment, hier ist doch so ein Mörser. Auch wenn ich es jetzt nicht brauche, ich möchte es unbedingt ausprobieren. Zielen. Wie weit kann ich damit überhaupt wegzielen? So weit weg? Ist ja Wahnsinn. Schöne Sache. Nein, 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 nicht schießen. Ich wollte eigentlich... Wie komme ich wieder weg? Eh. War ich nicht. So, was hast du hier? Ein Rebell des Goldenen Pfads konnte das Fahrzeug eines Kommandeurs sabotieren, sodass dieser eine Werkstatt in der Nähe aufsuchen musste. Eliminiere den Kommandanten diskret, nimm ihm seine seine Hundemarken ab und lass, wenn möglich, die Leiche verschwinden. Hab gehört, du brauchst schnell Hilfe. Ja, dann machen wir das doch mal. Ich habe gute Neuigkeiten für euch. Ich wette, dass Paganin in diesem Moment ausrastet. Ehrlich, der kocht bestimmt vor Wut. Jemand hat mehr als die Hälfte der Glockentürme in Kyrat befreit. Das ist fantastisch. Das heißt, meine Show hat jetzt mehr Zuhörer als jemals zuvor. Ich kann es kaum glauben. Ich meine, wir wachsen so schnell und ihr Zuhörer, ihr Neuen, die ihr diese Sendung zum ersten Mal hört, ihr seid meine Belohnung. Und das sage ich nicht, um mich bei euch einzuschleimen. Nicht mal wieder gefährlich nah rangefahren.
Es ist die Werkstatt. Okay, ich sollte mich irgendwie versuchen, wieder von hinten zu nähern. Das ist der. Gibt schon Zeichen. Minen sorgt für Ordnung und Sicherheit. Der goldene Pfad tut. So, unbemerkt. Nein, du solltest doch mitkommen. Kann man nicht schneller laufen mit einer Leiche auf der Schulter? Hm, das Auto fährt aber der Soldat hinein. Kommst du raus? Ja, kommst du? Komm doch gleich mal hierher. Was? Genau wie davor. Da war garantiert jemand. Ja, da ist auch jemand. Kann ich den noch mitnehmen? Komisch, den kann ich schneller nehmen. Da kann ich schneller laufen. So, der Kommandant. Kann ich den vielleicht mit dem gleichen Trick hier vorlocken? Sieht fast so aus. Mach Meldung! Verstecken? Wo soll ich denn bitte die Leiche verstecken? Ist das hier wirklich ein Versteck? Weiß ja nicht. Oh Gott, das ist gefährlich, das ist gefährlich. Und weg. Weg, 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 weg. Hier ist nichts passiert. Puh. Das heißt, ich kann jetzt die Fashion Week Aufgaben machen. Mal gucken, was ich da für ein Fell sammeln muss. Mal wieder kein Fahrzeug in der Nähe, wenn man eins braucht. Was haben wir denn hier? Ich höre Hunde. Oh, mir fällt auf. Ich habe keine geeignete Waffe für kurz mal Nahkampf. Aber ich brauche. Oh, die brauche ich unbedingt. Aber ich will ja meinen Bogen auch wieder nicht aufgeben. Das ist ja das Problem. Obwohl, eigentlich könnte ich den jetzt aufgeben. Bruder,
Ich kann unser Glück nicht fassen. Wir werden dieses Höllenloch endlich verlassen und können unser Geld ausgeben. Aber zuerst möchte ich Roshini einen Besuch abstatten. Ich weiß, dass du dagegen bist, aber ich bin verliebt und ich werde sie mit nach Patna nehmen. Wir treffen uns später am Lager. Sunny. So, so, da ist also einer verliebt. Moment mal, ist das das Bordell oder was? Wo die jetzt, wo wir die Verhütungsmittel hingebracht haben? Was? Scheiße! Vorsicht, ein Bär! Ein Bär! Greif ihn einfach nicht an, dann lässt er dich auch in Ruhe. Wenn er nicht gerade ein Meter vor dir steht. Die Royal Army dringt in unseren Außenposten ein. Die Situation ist kritisch. Das hatten wir ja auch schon eine Weile nicht mehr. Oh nein, bitte nicht zum Mörser. Genau, haut ab. Tja, es ging ja nochmal gut. Ernsthaft? Es ist vorbei. Brauchst du nicht mehr rumschießen. Was? Fähigkeiten stand hier da? Ah, super. Dann kann ich ja jetzt, was war das hier? Das hier. Weil ich denn nun doch mich häufiger verletze, als mir lieb ist. Und das kann ich dann gleich als nächstes machen. Beende eine Bombenentschärfungsaufgabe. Das wäre auch noch eine Idee. Also, wir müssen ja doch einiges noch tun. Bin echt gespannt, wie lange das Let's Play hier sein wird. Oder gehen wird. Hallo, die Leute sind weg. Kannst aufhören. So, zieh endlich los und töte Gulo, den seltenen Honigdachs von Mr. Chiffon. Ach, lernen wir endlich Gulo kennen. Wie, bist du wirklich sicher? Nee, es ist nicht der... Bist du verrückt? Ach, okay. Das ist wieder ein Witz von Ubisoft. Okay. Ein paar letzte Worte. Mr. Chiffon, ich habe dein neuestes Design. Es ist... Atemberaubend? Sensationell? Es sieht aus wie eine Tasche aus einem Honigdachs. Seltener Honigdachs. Der wildeste. Ja, ich weiß, alle kennen die Gerüchte. Die sind brutal und denen ist alles egal. Ich könnte fortfahren, doch ich lasse es. Das ist passé, aus der Mode. Geh einfach da raus und erlege den Dachs. Irgendwie dachte ich jetzt, mit Gulo ist das Viech gemeint, was... Ach nee, das war ja nicht bei Mr. Chiffon, das war ja bei dem Radiomoderator, wo ich die ganze Zeit mich gefragt habe, was da in der Kiste rumhängt. Das werden wir wahrscheinlich auch nie erfahren. So, ich soll mich ausrüsten. Ich mach das mal dafür. Ei. Richtiges Geschütz. Erlege Gulo. Warum sind hier so viele tote Tiere? Wolltest du mir nicht erzählen, dass der Honigdachs die alle umgebracht hat? Selten hin oder her. So viele tote Tiere hier. Soll mir das Angst machen? Bisher haben uns doch die Honigdachse kaum was getan.
Alter. Okay, es ist doch ziemlich fies, das Vieh. Oh, ich bin zu langsam. Krass. Der erste Honigdachs, der mich angreift, tötet mich auch. Aber gut, das ist fies. Der macht sehr viel Schaden. Ich bin extrem langsam mit der Waffe. Vielleicht kann ich irgendwie eine erhöhte Position einnehmen, auch wenn das fies wäre. Das Nachladen dauert auch ewig. Ja, meine Güte. Der läuft ja mal vor und zurück. So macht das doch keinen Spaß. Ernsthaft, jetzt muss ich auch noch nachladen. Na bitte. Puh. Einfach war das aber auch nicht unbedingt. The rarest game achievement. So, toll. Ich habe ein neues Fell. Er hat mich wieder grimmig gemacht, der gute Mr. Chiffon. Ah, jetzt habe ich einen neuen Köderbeutel. Gut, das hätten wir. Unsere Karte sagt also dann als nächstes, ja, wir können uns einfach nochmal umgucken, was das hier eigentlich für ein Ort ist. Kamen wir ja jetzt nicht dazu. Kann ich den Raketenwerfer wieder mitnehmen? Nee, Granatwerfer war das. Sieht eher nicht so aus. Alle getötet, die ganzen Tiere getötet von dem kleinen Honigdachs. Das ist Wahnsinn. Das reinste Schlachtfest. Das ist nicht euer Ernst, Ubisoft, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Schlangen. Wisst ihr was? Schlangenfleisch. So, noch eine. Scheint auch eine Art Tempel gewesen zu sein. So, und was ist jetzt hier Schönes drin? Wofür hat sich das gelohnt? Elefantenstatue. Super. Oh, was haben wir denn hier? Kann ich vielleicht meine... Oh, jetzt habe ich die Seitenwaffe wieder. Nein, ich habe meinen Bogen verloren dadurch. Nein. Gut, aber ich ersetze jetzt mal das große MG für eine was auch immer. Können wir gleich mal ausprobieren. Die hatten wir noch nicht, die Waffe.